Shaggy Johnson aus New York mag seine Tattoos. Shaggy hat Tätowierungen an den Händen und Armen, am Hals und auch eine im Gesicht. Das trauten sich früher nur sehr wenige. Zu groß war das Stigma, doch mit dem Siegeszug des Hip-Hops eifern immer mehr Menschen ihren über- und übertätowierten Idolen nach. Das ist so bei uns im Geschäft. Ich bin auch Künstler, mache Freestyle-Rap und so. Und deshalb finde ich, es hat was damit zu tun, wie man sich verkauft, wie man sich darstellt. Tatsächlich sind Gesichtstattoos aber auch unter Tätowierern umstritten. Obwohl er selbst eines trägt, rät Armando Guevara den Kunden, sich den Schritt genau zu überlegen. Vielleicht wirst du keine Wohnung bekommen und oftmals wird man dich nicht anstellen wollen. Das ist sehr wichtig. Deshalb fragen wir die Kunden, habt ihr schon Handtattoos? Wie viele Tattoos habt ihr? Und wenn wir glauben, dass sie noch nicht so weit sind, schicken wir sie wieder weg. Tätowierer sagen, dass die Hemmschwelle gefallen ist, weil viele Menschen glauben, man könne sich ein Tattoo einfach weglasern lassen. Das sei nicht so leicht, wie häufig angenommen. Und einige befürchten, dass die gesamte Tattoo-Kultur Schaden nehmen könnte. Wenn es zu neuen Vorbehalten gegen das Tätowieren kommen sollte, dann ist das die Schuld von Tattoos, die aus einer moralischen Grauzone kommen oder sogar total unverantwortlich sind. Wie dann, wenn man 18-jährigen Kids das Gesicht tätowiert. Vielleicht hätten sich viele der Jugendlichen auch schon aufgegeben, vermutet der Tätowierer. Sie glaubten möglicherweise nicht, dass noch irgendeine Karriere vor ihnen liegen könnte.